Na toll, 2 Jahre Arbeit und jetzt nur noch ein Haufen Schrott. Du bist Cassandra? Den Stimmenmodulator habe ich in der Junior High programmiert. Ganz praktisch, wenn der Direktor anruft und dein Vater sprechen möchte. Komm, die wissen jetzt, wo wir stecken und werden sicher bald hier sein. Wir müssen verschwinden. Warum hast du mich eigentlich hierher gelotst? Michael Anderson ist mein Onkel. Er hat diese Formel entdeckt. Unter dem Bild von Da Vinci? Genau. Er konnte damit nichts anfangen, also kam er zu mir. In Mathe macht mir nämlich so leicht keiner was vor. Die Formel stammt von Archimedes höchstpersönlich. Er hat eine genial einfache Methode für die Berechnung von Pi entdeckt. Die Kurzfassung bitte, Mathe-Ass. Der Weltrekord im Errechnen von Pi liegt irgendwo bei der 5 billionsten Nachkommastelle. Mit der Formel und meinem Botnetz konnte ich den aber in 0, nix brechen. Rat mal, was ich dabei entdeckt habe. Woher soll ich das wissen? Ich verstehe ja nicht mal den Spruch auf deinem T-Shirt. Das ist Pi. Es gibt kein System. Das pure Chaos. Bis dahin. Wir kommen jetzt an die billiardste Stelle. So weit hat noch niemand gerechnet. Nur noch Nullen und Einsen? Was soll das sein? Binärcode? Eine Botschaft. Ein Bauplan. Für eine Maschine. Ein Bauplan? Aber wie kommt so etwas in die Zahl Pi? Gute Frage. Pi existiert quasi schon so lange wie das Universum. Ist mit dem Urknall erschaffen worden. Also vom lieben Gott höchstpersönlich, wenn du an den glaubst. Und was für eine Maschine soll das sein? Keine Ahnung. Aber da kommt dein Freund ins Spiel. Wahrscheinlich hat er was gefunden, was denen nicht in den Kram passt. So wie mein Onkel. Scheiße, sind die fix. Los, raus hier! Hier lang! So ein Mist! Blockiert! Gibt's keinen anderen Ausgang? Nein, ich muss versuchen, die Sperre zu umgehen. Dafür brauche ich aber eine Minute. Was soll ich machen? Ich kann doch hier nicht einfach nur rumstehen. Halt sie irgendwie auf! Okay, ich versuch's. Beeil dich! Pass auf dich auf. Ich brauche dich noch. Ich dich auch, Mathe-Ass. Wieso legen wir eigentlich hier in Cadiz an? Ich dachte, das Bauteil für die Maschine sollte von Rotterdam aus ins Hauptquartier gebracht werden. Das wird ja auch von Rotterdam aus hingebracht. Später. Wir sollen wohl erst noch eine Ladung hier in Spanien an Bord nehmen. Das Hauptquartier beliefern wir erst in ein paar Wochen wieder. Ist eh nur ein Ersatzteil. Sie kommt wieder zu sich. Ganz schön zäh, die Kleine. Verpasse ihr noch eine Dosis. Oh, mein Schädel fühlt sich an, als ob er gleich platzt. Möchte wissen, was die mir da verpasst haben. Und vor allem, wo bin ich hier? Ich sitz ganz schön in der Patsche. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, werde ich nicht zu Max gebracht. Was soll ich jetzt tun? Am besten erstmal raus hier. Ich bekomme ja kaum Luft in diesem Loch. Was soll ich nur tun? Wenn ich das Kraftfeld ausschalte, kommt Cunningham an das Deuterium. Sie wird die Maschine starten und dann? Die Welt geht unter. Milliarden von Leben werden ausgelöscht. Das kann ich nicht zulassen. Max, ich liebe dich. Bitte verzeih mir, aber ich kann das nicht tun. Was ist los bei Ihnen? Wenn Sie sich nicht beeilen, gibt statt der Hochzeit eine Beerdigung. Sie können mich mal. Worauf warten Sie? Ich hatte wohl eine Eingebung, die mir gesagt hat, dass ich einer Verrückten wie Ihnen nicht helfen sollte, die Welt zu zerstören. Wie Sie meinen. Den Rest kann ich auch ohne fremde Hilfe erledigen. Die Energieversorgung ist deaktiviert. Schnell! Das Deuterium! Cunningham hat das Kraftfeld deaktiviert. Ich muss zu Max.
Cunningham ist mit dem Deuterium verschwunden. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich muss mich um Max kümmern. Das Gegenmittel. Der Meisterdieb setzte sich mit der erhaltenen Belohnung zur Ruhe. Über 2 Jahrtausende später widmete man ihm mehrere Computerspiele. Seine Leiche war nicht auffindbar. Hat er überlebt? Nach einer schlimmen Erkältung, die er sich in den eisigen Straßen von Florenz zuzog, kehrte An-Nasir als gemachter Mann in seine Heimat Ägypten zurück und schwor, nie mehr einen Fuß in diese unwirtliche Stadt zu setzen. Ließ sich von seinem Meister malen und wurde als vitruvianischer Mensch berühmter als Mona Lisa. Als man herausfand, dass Mona Lisa eigentlich ein Anagramm für Monsalai, deutsch Mein Salai, war, Leonardo also mit dem Gemälde seinen heimlichen Geliebten verewigt hatte, floh das homosexuelle Multitalent mit den Worten »Dort weiß man wenigstens noch, was Toleranz bedeutet« in die neue Welt. Hat sich von der Niederlage gegen Ninas Spielzeug nie richtig erholt. Nach einem kompletten Redesign wechselte er in den Polizeidienst. Bekam Murphy als Partner. Dank ihnen ist San Francisco nun die sicherste Stadt der Vereinigten Staaten. Der Polizist fand während des Verhörs große Mengen selbstgebrannten Alkohols, den der Kioskbesitzer an Minderjährige verkaufte. Nach seiner Verurteilung musste er 200 Sozialstunden ableisten und für das ESRB Alterseinstufungen für Computer- und Videospiele erstellen. Er arbeitet weiter im CERN, wird demnächst das legendäre Higgs-Teilchen entdecken und dafür den Nobelpreis erhalten. So viel Spaß wie im CERN hatte das rote Telefon noch nicht mal zu Zeiten des Kalten Krieges während der Kuba-Krise. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen hat es sich nun in Nordkorea und im Iran beworben. Wurden höchstwahrscheinlich von dem schwarzen Loch verschluckt, das sich kurz vor Abbruch des Experiments aufgetan hat. Wurde von Nina unmittelbar nach der Entführung von Max aufgesucht. Er empfahl ihr auf eigene Faust, dem Hinweis mit dem Nabelberg nachzugehen und spendierte ihr sogar das Flugticket in die Türkei. Hatte in Geheimakte 3 leider keinen Auftritt, wofür wir uns hier in aller Form mit diesem Bild entschuldigen. Begegnete einem Türken, der ebenfalls sein Gedächtnis verloren hatte. Gemeinsam gründeten sie eine Detektei, die sich mit Grabräuberei beschäftigt, aber das ist eine andere Geschichte. Wer sich für die Welt und gegen den Geliebten entscheidet, sieht so unbedeutende Ereignisse wie eine Hochzeit fortan mit anderen Augen. Nina nahm eine Auszeit und tourt seitdem mit ihrem Motorrad um die Welt. In San Francisco traf sie sich mit Cassandra, die sich seit der Ereignisse vor Jobangeboten und Stipendien kaum noch retten kann. Max wurde zuletzt in Indonesien gesehen, wo er einer anderen vergangenen Liebe nachjagt. Dank Ninas tatkräftiger Mithilfe fanden die geheimnisvollen Wächter zu alter Stärke zurück und werden die Menschheit hoffentlich bis in ferne Zukunft vor sich selbst schützen. Na toll, 2 Jahre Arbeit und jetzt nur noch ein Haufen Schrott. Du bist Cassandra? Den Stimmenmodulator habe ich in der Junior High programmiert. Ganz praktisch, wenn der Direktor anruft und dein Vater sprechen möchte. Komm, die wissen jetzt, wo wir stecken und werden sicher bald hier sein. Wir müssen verschwinden. Warum hast du mich eigentlich hierher gelotst? Michael Anderson ist mein Onkel. Er hat diese Formel entdeckt. Unter dem Bild von Da Vinci? Genau. Er konnte damit nichts anfangen, also kam er zu mir. In Mathe macht mir nämlich so leicht keiner was vor. Die Formel stammt von Archimedes höchstpersönlich. Er hat eine genial einfache Methode für die Berechnung von Pi entdeckt. Die Kurzfassung bitte, Mathe-Ass. Der Weltrekord im Errechnen von Pi liegt irgendwo bei der 5-billionsten Nachkommastelle. Mit der Formel und meinem Botnetz konnte ich den aber in 0, nix brechen. Rat mal, was ich dabei entdeckt habe.
Woher soll ich das wissen? Ich verstehe ja nicht mal den Spruch auf deinem T-Shirt. Das ist Pi. Es gibt kein System. Das pure Chaos. Bis dahin. Wir kommen jetzt an die billiardste Stelle. Soweit hat noch niemand gerechnet. Nur noch Nullen und Einsen? Was soll das sein? Binärcode? Eine Botschaft. Ein Bauplan. Für eine Maschine. Ein Bauplan? Aber wie kommt so etwas in die Zahl Pi? Gute Frage. Pi existiert quasi schon so lange wie das Universum. Ist mit dem Urknall erschaffen worden. Also vom lieben Gott höchstpersönlich, wenn du an den glaubst. Und was für eine Maschine soll das sein? Keine Ahnung. Aber da kommt dein Freund ins Spiel. Wahrscheinlich hat er was gefunden, was denen nicht in den Kram passt. So wie mein Onkel. Scheiße, sind die fix. Los, raus hier! Hier lang! So ein Mist! Blockiert! Gibt's keinen anderen Ausgang? Nein, ich muss versuchen, die Sperre zu umgehen. Dafür brauche ich aber eine Minute. Was soll ich machen? Ich kann doch hier nicht einfach nur rumstehen. Halt sie irgendwie auf! Vergiss es. Beeil dich lieber ein bisschen, Mathe-Ass. Wieso legen wir eigentlich hier in Cadiz an? Ich dachte, das Bauteil für die Maschine sollte von Rotterdam aus ins Hauptquartier gebracht werden. Das wird ja auch von Rotterdam aus hingebracht. Später. Wir sollen wohl erst noch eine Ladung hier in Spanien an Bord nehmen. Das Hauptquartier beliefern wir erst in ein paar Wochen wieder. Ist eh nur ein Ersatzteil. Sie kommt wieder zu sich. Ganz schön zäh, die Kleine. Verpasse ihr noch eine Dosis. Oh, mein Schädel fühlt sich an, als ob er gleich platzt. Möchte wissen, was die mir da verpasst haben. Und vor allem, wo bin ich hier? Ich sitze ganz schön in der Patsche. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, werde ich nicht zu Max gebracht. Was soll ich jetzt tun? Am besten erstmal raus hier. Ich bekomme ja kaum Luft in diesem Loch. Wenn ich das Kraftfeld ausschalte, kommt Cunningham an das Deuterium. Und dann geht die Welt unter? Aber wenn diese verdammte Maschine gar nicht funktioniert... Wenn meine Träume nichts zu bedeuten haben. Ich kann Max nicht sterben lassen. Ich kann es einfach nicht. Hoffentlich habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Aber ich kann Max da nicht einfach liegen lassen. Ja, ich will. Der Meisterdieb setzte sich mit der erhaltenen Belohnung zur Ruhe. Über 2 Jahrtausende später widmete man ihm mehrere Computerspiele. Seine Leiche war nicht auffindbar. Hat er überlebt? Nach einer schlimmen Erkältung, die er sich in den eisigen Straßen von Florenz zuzog, kehrte An-Nasir als gemachter Mann in seine Heimat Ägypten zurück und schwor, nie mehr einen Fuß in diese unwirtliche Stadt zu setzen. Ließ sich von seinem Meister malen und wurde als vitruvianischer Mensch berühmter als Mona Lisa. Als man herausfand, dass Mona Lisa eigentlich ein Anagramm für Monsalai, deutsch Mein Salai, war, Leonardo also mit dem Gemälde seinen heimlichen Geliebten verewigt hatte, floh das homosexuelle Multitalent mit den Worten »Dort weiß man wenigstens noch, was Toleranz bedeutet« in die neue Welt. Hat sich von der Niederlage gegen Ninas Spielzeug nie richtig erholt. Nach einem kompletten Redesign wechselte er in den Polizeidienst. Bekam Murphy als Partner. Dank ihnen ist San Francisco nun die sicherste Stadt der Vereinigten Staaten.
Der Polizist fand während des Verhörs große Mengen selbstgebrannten Alkohols, den der Kioskbesitzer an Minderjährige verkaufte. Nach seiner Verurteilung musste er 200 Sozialstunden ableisten und für das ESRB Alterseinstufungen für Computer- und Videospiele erstellen. Er arbeitet weiter im CERN, wird demnächst das legendäre Higgs-Teilchen entdecken und dafür den Nobelpreis erhalten. So viel Spaß wie im CERN hatte das rote Telefon noch nicht mal zu Zeiten des Kalten Krieges während der Kuba-Krise. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen hat es sich nun in Nordkorea und im Iran beworben. Wurden höchstwahrscheinlich von dem schwarzen Loch verschluckt, das sich kurz vor Abbruch des Experiments aufgetan hat. Wurde von Nina unmittelbar nach der Entführung von Max aufgesucht. Er empfahl ihr auf eigene Faust, dem Hinweis mit dem Nabelberg nachzugehen, und spendierte ihr sogar das Flugticket in die Türkei. Hatte in Geheimakte 3 leider keinen Auftritt, wofür wir uns hier in aller Form mit diesem Bild entschuldigen. Begegnete einem Türken, der ebenfalls sein Gedächtnis verloren hatte. Gemeinsam gründeten sie eine Detektei, die sich mit Grabräuberei beschäftigt, aber das ist eine andere Geschichte. Nina und Max erlebten nach der Hochzeit unglaubliche Flitterwochen in Australien. Sie gewannen sowohl die Henley-on-Todd-Regatta in Alice Springs als auch die Bierdosen-Regatta in Darwin. Cassandra kam leider zu spät zurück in ihre Zentrale und musste mit ansehen, wie das Pi-Virus 99% aller Computer weltweit infizierte. Daraufhin schwor sie den Bits und Bytes ab und bastelt seitdem aus dem Elektronikschrott kleine Roboterskulpturen, die sie auf der Straße verkauft. Dank Ninas tatkräftiger Mithilfe fanden die geheimnisvollen Wächter zu alter Stärke zurück und werden die Menschheit hoffentlich bis in ferne Zukunft vor sich selbst schützen. Na toll, 2 Jahre Arbeit und jetzt nur noch ein Haufen Schrott. Du bist Cassandra? Den Stimmenmodulator habe ich in der Junior High programmiert. Ganz praktisch, wenn der Direktor anruft und dein Vater sprechen möchte. Komm, die wissen jetzt, wo wir stecken und werden sicher bald hier sein. Wir müssen verschwinden. Warum hast du mich eigentlich hierher gelotst? Michael Anderson ist mein Onkel. Er hat diese Formel entdeckt. Unter dem Bild von Da Vinci? Genau. Er konnte damit nichts anfangen, also kam er zu mir. In Mathe macht mir nämlich so leicht keiner was vor. Die Formel stammt von Archimedes höchstpersönlich. Er hat eine genial einfache Methode für die Berechnung von Pi entdeckt. Die Kurzfassung bitte, Mathe-Ass. Der Weltrekord im Errechnen von Pi liegt irgendwo bei der 5-billionsten Nachkommastelle. Mit der Formel und meinem Botnetz konnte ich den aber in 0, nix brechen. Rat mal, was ich dabei entdeckt habe. Woher soll ich das wissen? Ich verstehe ja nicht mal den Spruch auf deinem T-Shirt. Das ist Pi. Es gibt kein System. Das pure Chaos. Bis dahin. Wir kommen jetzt an die billiardste Stelle. Soweit hat noch niemand gerechnet. Nur noch Nullen und Einsen? Was soll das sein? Binärcode? Eine Botschaft. Ein Bauplan. Für eine Maschine. Ein Bauplan? Aber wie kommt so etwas in die Zahl Pi? Gute Frage. Pi existiert quasi schon so lange wie das Universum. Ist mit dem Urknall erschaffen worden. Also vom lieben Gott höchstpersönlich, wenn du an den glaubst. Und was für eine Maschine soll das sein? Keine Ahnung. Aber da kommt dein Freund ins Spiel. Wahrscheinlich hat er was gefunden, was denen nicht in den Kram passt. So wie mein Onkel. Scheiße, sind die fix. Los, raus hier! Hier lang! So ein Mist! Blockiert! Gibt's keinen anderen Ausgang? Nein, ich muss versuchen, die Sperre zu umgehen. Dafür brauche ich aber eine Minute. Was soll ich machen? Ich kann doch hier nicht einfach nur rumstehen. Halt sie irgendwie auf! Vergiss es. Beeil dich lieber ein bisschen, Mathe-Ass. Wieso legen wir eigentlich hier in Cadiz an?
Ich dachte, das Bauteil für die Maschine sollte von Rotterdam aus ins Hauptquartier gebracht werden. Das wird ja auch von Rotterdam aus hingebracht. Später. Wir sollen wohl erst noch eine Ladung hier in Spanien an Bord nehmen. Das Hauptquartier beliefern wir erst in ein paar Wochen wieder. Ist eh nur ein Ersatzteil. Sie kommt wieder zu sich. Ganz schön zäh, die Kleine. Verpasse ihr noch eine Dosis. Oh, mein Schädel fühlt sich an, als ob er gleich platzt. Möchte wissen, was die mir da verpasst haben. Und vor allem, wo bin ich hier? Ich sitz ganz schön in der Patsche. Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, werde ich nicht zu Max gebracht. Was soll ich jetzt tun? Am besten erstmal raus hier. Ich bekomme ja kaum Luft in diesem Loch. Was soll ich nur tun? Wenn ich das Kraftfeld ausschalte, kommt Cunningham an das Deuterium. Sie wird die Maschine starten und dann... Die Welt geht unter. Milliarden von Leben werden ausgelöscht. Das kann ich nicht zulassen. Max, ich liebe dich. Bitte verzeih mir, aber ich kann das nicht tun. Was ist los bei Ihnen? Wenn Sie sich nicht beeilen, gibt statt der Hochzeit eine Beerdigung. Sie können mich mal. Worauf warten Sie? Ich hatte wohl eine Eingebung, die mir gesagt hat, dass ich einer Verrückten wie Ihnen nicht helfen sollte, die Welt zu zerstören. Wie Sie meinen. Den Rest kann ich auch ohne fremde Hilfe erledigen. Die Energieversorgung ist deaktiviert. Schnell, das Deuterium. Scheiße. Cunningham hat das Kraftfeld deaktiviert. Ich muss zu Max. Der Meisterdieb setzte sich mit der erhaltenen Belohnung zur Ruhe. Über zwei Jahrtausende später widmete man ihm mehrere Computerspiele. Seine Leiche war nicht auffindbar. Hat er überlebt? Nach einer schlimmen Erkältung, die er sich in den eisigen Straßen von Florenz zuzog, kehrte An-Nasir als gemachter Mann in seine Heimat Ägypten zurück und schwor, nie mehr einen Fuß in diese unwirtliche Stadt zu setzen. Ließ sich von seinem Meister malen und wurde als vitruvianischer Mensch berühmter als Mona Lisa. Als man herausfand, dass Mona Lisa eigentlich ein Anagramm für Monsalai, deutsch Mein Salai, war, Leonardo also mit dem Gemälde seinen heimlichen Geliebten verewigt hatte, floh das homosexuelle Multitalent mit den Worten »Dort weiß man wenigstens noch, was Toleranz bedeutet« in die neue Welt. Hat sich von der Niederlage gegen Ninas Spielzeug nie richtig erholt. Nach einem kompletten Redesign wechselte er in den Polizeidienst. Bekam Murphy als Partner. Dank ihnen ist San Francisco nun die sicherste Stadt der Vereinigten Staaten. Der Polizist fand während des Verhörs große Mengen selbstgebrannten Alkohols, den der Kioskbesitzer an Minderjährige verkaufte. Nach seiner Verurteilung musste er 200 Sozialstunden ableisten und für das ESRB Alterseinstufungen für Computer- und Videospiele erstellen. Er arbeitet weiter im CERN, wird demnächst das legendäre Higgs-Teilchen entdecken und dafür den Nobelpreis erhalten. So viel Spaß wie im CERN hatte das rote Telefon noch nicht mal zu Zeiten des Kalten Krieges während der Kuba-Krise. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen hat es sich nun in Nordkorea und im Iran beworben. Wurden höchstwahrscheinlich von dem schwarzen Loch verschluckt, das sich kurz vor Abbruch des Experiments aufgetan hat. Wurde von Nina unmittelbar nach der Entführung von Max aufgesucht. Er empfahl ihr auf eigene Faust, dem Hinweis mit dem Nabelberg nachzugehen und spendierte ihr sogar das Flugticket in die Türkei. Hatte in Geheimakte 3 leider keinen Auftritt, wofür wir uns hier in aller Form mit diesem Bild entschuldigen. Begegnete einem Türken, der ebenfalls sein Gedächtnis verloren hatte,
Gemeinsam gründeten sie eine Detektei, die sich mit Grabräuberei beschäftigt. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Ereignisse in Santorin nahmen Nina mehr mit, als sie sich eingestehen wollte. Sie ließ die Hochzeit platzen und ging zusammen mit ihrem Vater nach Australien, um Abstand zu gewinnen. Der enttäuschte Max kündigte seinen Job im Museum und tüftelt seither Mechanismen für Geheimfächer aus. Cassandra befindet sich auf der Flucht, seit der Ausbruch des Pi-Virus, der die Menschheit um eine gefühlte Ewigkeit in ihrer Entwicklung zurückwarf, bis zu ihrer Zentrale in Alcatraz verfolgt werden konnte. Dank Ninas tatkräftiger Mithilfe fanden die geheimnisvollen Wächter zu alter Stärke zurück und werden die Menschheit hoffentlich bis in ferne Zukunft vor sich selbst schützen.